Tschüss und willkommen bei Speed Shop. So, Ingenieurin ist oben, guckt sie gerade hier. Werner, ihr kostet fürs Spiel. Nee, gar nicht. Volles Rohr, guckt sie. Ganz wichtige Lektüre. Samu ist auch am Start. Er hat gemeint, er will heute richtig einen wegackern hier. Der hat schon angefangen, der hat schon auf Händen gelaufen. Ja, pass auf. Wir haben heute die letzte Ladung von Rufen. Ich habe ihm sein Schweißgerät abgekauft. Für, auch für einen guten Kurs. Also wirklich sehr, sehr guten Kurs. Weil er braucht es nicht mehr bei Gockel, ne? Guck mal, Harald ist auch schon da. Der ist da auch schon wieder am Wühlen. Der holt gerade seine neuen Action-Grundierungsdosen raus. Das ist sein Topolino. Ja, und ich muss die Kiste leer haben. Das ist viel Tüdelkram drin und ich zeige euch, was das ist. Und da sehen wir gleich und wisst ihr Bescheid. Freunde, wir haben den Wagen ausgeräumt. Ja, von Rufen ist einiges übergeblieben noch, ne? Also er hat alles, was er noch so übergehabt hat und was er nicht mitgenommen hat. Nicht alles, aber viel von mir vermacht. Und ich habe ja, sein Schweißgerät habe ich eigentlich nur die Gasbuddel gekauft. Ne? Was die Gasbuddel gekostet hat, habe ich nicht bezahlt. Das Schweißgerät gab es einen Gurkenkurs oben drauf. Das alles. Das ist der ganze Rest der Turboschmiede Wilhelmshaven in Wilhelmshaven. Rest nimmt da alles mit. Und ein paar Motor da noch liegen. Guck mal, wir haben hier eben mal für euch einen Golf 3 Frontgrill. Den packe ich zu meiner Golf 3 Restteile. Keine Ahnung, was Haufenkiste. Kotflügel, weil ich alles liegen habe für die Dinger. Ne, Samuel, oder willst du da mal eben für dein Auto farblich anpassen und hast Tuning dran? Dann schmeißt du ja gleich in den Kofferraum. Das VW-Zeichen habe ich schön gerollt. Ja, stimmt. Hast du echt. Gurkig. Naja, hier ist dein Schweißgerät mit Druckminderer. Buddel ist voll, oder fast voll, teilweise benutzt oder was. Schweißdraht ist auch noch was drin. Ja. Das ist ein ganz geiles Gerät, weil den kannst du auch mit 230 Volt betreiben. Und mit diesem ist ein Baumarktgerät, ist klar, ne? Aber für ein paar Blecher einbraten ist halt besser wie mein großes, ne? Wir sind für so ein paar PKW-Dinger. Deswegen, ich musste es haben. Und ihr habt es überlassen, weil er hat bei Gockel ja genug Geräte. Dann haben wir noch so einen Rest. 10W40. Das war nochmal, ich schätze, vom Tretgefühl her sind da noch 8 Liter drin. Ein bisschen weniger vielleicht. 5. Ne? Dann noch einen leeren Kanister für Sprit. Dann noch so einen Gurkenkompressor, so zum Mitnehmen für den Kofferraum, beziehungsweise ne, auch 32 Volt, was ich sehe. Scheißegal. Ist geil, wenn du sowas hast, weil das dröhnt und macht Luft. Ne, vielleicht ganz gut, weil ich mal den Schlauch jetzt nicht unbedingt dahin verlegen muss. Dann haben wir zwei Auto-Abdeckfolien. Eine für drin. Das ist die für drin. Das ist eine für draußen. Das hier ist eine Lampe, eine Werkstattlampe, die ist eher gurkig, sagt er. Und dann ist der Dings abgebrochen. Das Ladegerät, aber ich habe noch so eins. Meine anderen Lampe. Ja, dann haben wir universal so ein paar Schläuche aus einer Kiste rausgeholt. Spritzschläuche, ne? Alles Mögliche. Wasserschläuche dabei. Ladedruckklaus oder auch Wasser, keine Ahnung. Auf jeden Fall, was ich mal so brauchen kann, man zwischendurch. Wer ist das schon, ne? Lampen, LED. Auch vom Action, glaube ich, aber egal. Weil, ihr seht ja, wir haben ein dickes Lichtproblem hier. Die sehen relativ leicht aus. Dann kann ich nämlich eine von da aus nochmal damit ranhängen. Dann habe ich nämlich noch ein bisschen mehr Licht. Weil ich muss auch bald nach hinten. Hinten, wenn alles meins wird. Alles neu beleuchten. Ne? Ich muss wieder richtig eBay Kleinanzeigen wühlen für Billiglampen. Glaubst du gar nicht? Was haben wir noch? Ja, hier, den Sack haben wir noch hier. Komm, ein bisschen Schleifpapier noch drin. Da halt so der Restmüll, den er noch so hatte. Ne? Und eine VR6-Kupplung in gut. Will ich hoffentlich niemals tauschen bei dem Ding, aber ist eine VR6-Kupplung gut bei. Ja, das war Rufen seine Hinterlassenschaft. Und da das Video für euch nicht zu langweilig werden soll, gehen wir noch mit Harald rüber, weil Harald hat uns gerade gerufen und wir sollen ihm beim hier Grundieren von seinem Fiat helfen. Und dann machen wir jetzt. Wir gucken mal eben, wie weit er ist. So, da es heute um Lackierarbeiten geht, oder sowas ähnliches wenigstens, setze ich jetzt meine Polenmütze auf. So. Ne? Weil ohne Polenmütze geht es gar nicht. Ne? Ja, Hebelmütze noch. Harris Motor ist hier, Porsche ist jetzt hier. Ich habe noch so viel zu tun hier heute an Sortierarbeiten und so weiter. Aber Harry ruft. Und wenn Harry ruft, kommen wir angetrabt und fragen Harry, was ist los? Können wir dir helfen? So, jetzt kommt Kamera, Max. Harrys Arbeitsvorbereitungen, Turbolino abschleifen. Oh, ist das gerade ein bisschen wieder am Waschen? Ja, entfernt ein bisschen wieder, ne? Ja. Oh, die sind aber hart, die müssen noch raus. Was? Die Kratzer, weißt du, wie hart die sind? Guck mal, siehst du das? Wie tief die Kratzer sind? Diese da? Ja, ich habe ja gedacht, dass wir das, wenn die Dings... Die Grundierung. Ja, ja, mal gucken. Ja, ich kann ja noch mal in den Schalter in Gang setzen. Ja, aber es war nass jetzt. Ja, Harry hat wieder feinstes
gut für uns gekauft zum Arbeiten. Action-Tüte ist hier. Ja, das finde ich gemacht. Jetzt haben wir weg. Und heute gibt er Spektrum Primer. Original, das ist Harry. Aber du geil. Nicht lachen. Das geht. Das geht. Das Schärfste ist, ich bringe gestern. Ja. Ich bringe gestern Reinigungsmittel von zu Hause mit, damit ich heißes Wasser habe. Ja. Und dann hole ich mir hier am Lager einen Eimer. Ich laufe mit meinem Eimer rum und ich wundere mich, dass das hier so nass wird. Guck mal, was da passiert ist. Oh, ja, das war ein guter Eimer. Nein, das war ein Gurkeneimer. Da war wohl nichts. Es war der Gurkeneimer. Da war wohl nichts, du. Verdammte Scheiße. So, gut. Aber du weißt, der Wagen muss trocken sein zum Lackieren, ne? Ist klar. Ist klar. Reden Sie nicht. Sag, wo ich noch schleifen muss. Ich guck gerade. Oh, Scheiße. Ohne Papier kann man nicht. Kommst du nicht weiter? Kannst du höchstens anmalen damit so ein bisschen. Ohne Papier kann man nicht schleifen. Super, ganz. Der Lampe. Nein, ist neben der Lampe. Ist neben der Lampe, nicht unter der Lampe. Und auch sehr hoch. Ja. Merkst du, der hat richtig Bock drauf, ne? Der hat richtig Übung und Schleifen jetzt. Er ist jetzt der Schleifer. Ja. Harry, der Schleifer. Mit dem Schleifer. Ja, musst du, ne? Nein, das mache ich Das mache ich. Guck du hoch. Mit dem Besenstiel. Und Folie. Okay. Ob du den Spuder nicht an. Ist die Scheiße die Ecke? Die Ecke auch. Ich kann da gleich mal nachschneiden. Wirklich gut. Boccolino, das passt. Also der muss Fuß trocken sein. Also nass können wir nicht beimachen, ist klar. Wow, wow. Ich schikaniere dich nicht, Hasi. Aber du willst dein Auto einigermaßen ordentlich haben. Also ob ich jetzt schikaniere oder nicht schikaniere, haben wir noch einen guten Lappen irgendwo rumfliegen oder reißt mal ein Stück von meiner Unterhose da ab, die du hast. Haben wir denn überhaupt noch genug von dem Middle Green? Oh, wird schon schief gehen. Haben wir denn noch? Reißt mal ein bisschen von deiner Unterhose, was du da hast, was ab da, damit ich mitwischen kann. Ich wusch nochmal nach. Was ist die mit dem Halbieren? Hä? Harry, der Bettlaken ist doch noch gut, der hättest du gar nicht. Das stimmt, hätte ich heute Abend noch drauf. Hast du gehört von den, ohne Scheiß, von den Bettlaken in Frankreich? Ja. Okay, jetzt in Paris sind voller Bettlaken. Am Tag vermehrt sich eine Bettwanze 15 Mal. Hast du mir erzählt? Die legen 15 Eier. Dein Auto ist gerade voller Gurken. Das sind Tausende von wie heißen die noch? Bettwanzen. Bakterien, Vermehrung, keine Ahnung was. Kammerkläuse. Ich sag ja wieder, ne, wenn wir jetzt Kammerjäger wären. Dann hast du sofort deinen ganzen Koffer. Du hast dich gleich voll Bettwanzen. Alter Falter, und wie bringst du denn nach Hause? Ja, das Bett ist voll. Das ist die schlechte Karte, also bleib bloß in Paris weg. Machst du große Morgen nach Paris, bleib da weg. Mach keinen Scheiß, ich soll im Sommer wieder nach Paris. Nein, als wir vor 2 Monaten waren wir doch in New York. Ja. Und da waren auch viele Hotels hatten eine Bettwanzenwarnung. Echt? Ja. Ich dir jetzt sag, Mensch, ich erzähl doch keinen Scheiß. Bettwanzenwarnung, gibt es eine offizielle Bettwanzenwarnung für? Ja. Echt jetzt? Ja. Hier, da, dann siehst du, wir waren auch weg.
Ja, das Scheiße. Das Preimann wird gleich mit über, das ist nicht so dramatisch. Ja, trotzdem, aber was man vorher. Ja. Ja. Kann besonders verschieben. Du wirst nachher sowieso noch einige Sachen sehen, die dir nicht gefallen werden. Ja, ja. Das ist immer so. Die siehst du immer im Nachhinein. Aber die Kiste ist so ein bisschen restfeucht, merkst du das? So richtig furztrocken ist er noch nicht. Warum meinst du, warum ich die Heizung angemacht habe? Vorsicht! Wie viel 450 Quadratmeter hat die Halle? Welche? Diese hier? 450? Da hat die 500, 700 Quadratmeter hat die ungefähr, ne? Fertig, da fährst du, wie groß die ist. Diese hat über 1000. Über 1000? Ja. Okay. Gut, dass du die Heizung angemacht hast. Nein, geht ja um diesen Bereich. Hier. Nein, guck mal hier auch in Ordnung nach, siehst du das? Staubtrocken sein. Staubtrocken. Das ist so nass. Das ist auch ein bisschen von dem Primer. Kann man mal ausprobieren. Das ist schon mal am Aufwärmen. Alles. Der Problem ist, der Wagen muss wirklich, der muss staubtrocken sein. Ne? Wenn wir Feuchtigkeit haben, haben wir Ärger. Der muss wirklich. Auch so Kanten wie hier, die müssen auch trocken sein und sauber sein. Alter, der Motor sieht geil aus. Ich finde, der hat so ein bisschen was Uriges mit diesem hier. Mit diesem Sacküberzug, so, weißt du? So ist ein fast. Das kriegen wir bei der Antropolino ohne Motor auch hin. Das sieht genauso aus. Dann machen wir eBay Kleinanzeigen auf und machen wir eine Verkaufsanzeige und dann sagen wir, der Motor ist da unter. Hannes Südemann, der Mercedes-Händler, ja? in Wiesmoor, sagt zum Kunden, du, ich hab einen feinen Morgen für die. Ne? Ja. Da kommt, ja, wo hast du die? Ja, achten um Hof. Da kommen wir im Hen. Ne? Ja. Oh ja, oh, das ist aber mal ein Auto. Dann machen die Haube hoch, da ist ja gar kein Motor drin. Oh, oh! Ja, oh. Ja, oh. Geh mal um die Kante, genau, die Kante ist oben wichtig. Halt alles, was wir sozusagen ansprühen mit diesem Zeug, weißt du? Ja. Muss alles wunderschön aussehen. Ja! Könnt ihr euch nicht im Lappen nehmen und mitmachen, ihr faulen Säcke? Ja! Ich mach immer mit! Ich bin derjenige, der statt mit Lappen mit Klebeband hier um die Karre rumläuft und ein bisschen abkleben nochmal ein bisschen was nachguckt. Der bin ich. Ich bin der, dann nenn mich auch Kleber, Heinz. Aber du hast ja das Gute für eine Action geholt, der gute Klebeband. Das weiß ich echt nicht schlecht. Das geht eigentlich, ne? Ja, das geht ganz gut. Oh, schön breit ist sogar. Mann, das ist ja. Aber guck mal die Luxusbreite an hier. Das ist ja. Ja. Eins ist Maler abgeben. Das ist egal. Irgendwie Maler haben wir ja auch. Der ist extra zum. Muss man Samuel seinen Golf angucken? Der hat auch angemalert. Ja? Ja, hundertprozentig. Nee. Mit Farbrolle und Pinsel? Nee. Ja, doch. Also, ein Pinsel kommt hier nicht wieder drauf. Hab ich schon gehabt, doch. Aber es ist nicht so, dass es nicht versucht wurde schon. Mach mal die Decke komplett, die Dinger komplett ab. Oh, das kannst du abmachen komplett, oder nicht? Ja. Kannst du nicht einfach. Ja, aushaken kannst du nicht so, ne? Nee. Ist so, doch, oder? Klar! Max, wir kriegen den Wagen nie wieder zusammen. Oh! Wenn du den auseinander nimmst. So. Harry, dein Auto ist verlegt. Neu fertig. Weil da können wir doch viel besser separat lackieren. Vor allem kann er das besser abkleben, diese komischen Hebel. Wollen die abbauen vielleicht? Ja, die kann man schon. Das ist ein bisschen verarbeitet. Immer da, wo der Hebel steht, ist ein Fleck. Und vorne, Max, die Stoßstange abzunehmen. Das war eine. Die war die Hölle, ne? Hast du ja erzählt. Das war die Hölle. Hier. Wolltest du ja gar nicht. Oh, ne, ja, echt? Alles, ja, klar. Die gute Stoßstange. Ja.
Oha. So. Hier bin ich mit meinem Schraubenzieher durchgegangen. Ja. Beide Seiten. Freie Kraft. Gefallen hat. Guck mal hier, haben wir eine leichte Beule. Ja. Können wir das, und da vorne glaube ich auch, können wir das vorher machen. Vom Hauptlackieren oder vom Primer? Nein, jetzt meine ich. Du willst das ausbeulen? Nein, wenn du eine breite Zange hast, dann kann man das leicht nach innen biegen. Ah, guck mal, fass mal den Falz hier an. Das ist nach innen ich sehe, ach da, dies meinst du. Das ist so? Das ist schon gut. Ist weg. Ja, hast du gesehen? Hier. Ja, ja, du bist ja gut. Welche Zange? Welche Zange? Das geht auch mit der Hand. Ja, du hast natürlich auch ein bisschen Kraft, ne? Ja, einen kleinen noch. Ne? Max, wenn du hier, das ist so eine Spitze, wenn du hier so. Oh, nicht so viel. Nicht so viel. Das ist gleich eine Beule. Das passt, Harry. Super. Nee. Oder? Nee, nee. Nee, nee. Das ist noch. Das liegt aber hier im Material, ne? Dass das hier ein bisschen dicker ist. Ich glaube, das ist mal irgendwo gegengefahren. Hat schon mal jemand. Ja, das Spachtelloch dran, ne? Ja. Den müsst ihr auch so mit duschen oder zumachen? Nee, zumachen. Ach, geht nicht so. Von innen zumachen. Das ist hier. Ich kann vorsehen, er. Das ist Gurkensystem. Du bist, oh, hier, der ganze Scheiß muss doch weg. Ja. Ich gestern mit dem Schraubenzieher. Aha, wird die Richtung fast schon. Das ist ja nur Grundieren jetzt, ne? Ja, ja. Wenn wir später richtig lackieren, müssen wir halt das auch noch festmachen, mit Pistole kommen. Ne? Das machen wir. Nur fürs Grundieren. Wir müssen einen Farbton haben, sonst geht das nicht, sonst sieht das scheiße aus. Wir müssen das Zeug schon. Aha, wird besser. Dieses Auto ist grün und es soll jetzt grundiert werden. Mit Dose! Mit Dosenlackierung kennen wir uns hier aus, da sind wir Profis drin. Ich fange das hier auf dem Kotflügel an, wo es keine Sau sehen kann. Naja. Da war ich zu ihm. Gucken. Freunde, Auto ist grundiert. Jetzt schleifen wir nochmal ab mit 2000er Papier und dann haben wir endlich eine Grundierung für unsere richtige Lackierung. Natürlich von derselben Marke. Aber es ist ein Anfang. Was meinst du das? Bist du zufrieden? Bin restlos. Hast du jetzt einen Geister-Turbolino? Nee. Vor allem mit diesen angetatschen, so weißt du, mit diesen, das hat irgendwie so seinen eigenen Charme jetzt. Ganz schön windig heute, ne? Naja, ihr habt es gesehen, wir haben geduscht. Grundierung vom Action kann ich übrigens auch nur bedingt empfehlen. Also, was ich jetzt gerade gemerkt habe, von Spuren her ist die scheiße.
Wilhelmshaven haben die keine mehr. Habe ich alles gekauft. Ja? Ja. Nee, vom Sprühbild hier. Was mit den Düsen oben drauf? Die sind die Restbestände. Wenn mal aufgefallen ist, guck mal, du hast hier, guck mal, wenn du jetzt so guckst, wenn du jetzt so auf Auto sprühst, hast du immer so einen punktuellen Strahl. Siehst du das? Du hast keinen richtigen Nebel, du hast nur einen punktuellen Strahl, die da macht. Das ist gut. Scheiße. Das ist nicht ganz so gut, ne? Geht, aber wie gesagt, geht besser. Ne? Scheiße auf dem Sofakissen wird man wohl entfernen müssen. Ist so. Original. Das sagen sogar schon die alten Römer. So, ich melde mich ab. Wir alle, das ist jetzt hier Polengrundierung Spezial. Wird schon schief gehen. Mal gucken, danach wieder abschleifen, vorbereiten. Und dann wie das Ding. Turbolino Grün nennen wir es ab jetzt. Mittelgrün. Gurkengrün. Gurkengrün ohne Metallic. Und hier hinten, übrigens, Aris Part war gewesen, der hat hier die Stoßstangen innen mit Unterbodenschutz eingewitschert, so ein bisschen. Mit einem Pinsel, dabei die war ein bisschen rostig. Und einmal abgeschliffen, innen sauber gemacht und hier halt innen schwarz gemacht. Dass wir dann außen Chrom haben, innen schwarz, weil du kriegst das dann, ihr kommst ja nicht neu verchromen, haben wir keine Möglichkeiten für. Also ist doch für eine Gurkenvariante, die wäre ich genauso bei meinem E30 auch machen, bei der neuen Stoffstange, die ich kriege. Vielleicht weißt du in deinem Freundeskreis ja jemand, der verchromen kann. Verchromen ist immer schwer. Ja. Das ist also galvanisieren heißt das, glaube ich. Das ist wie so ein chemischer Prozess oder was. So, mal gucken, wie er aussieht, wenn wir wieder ein bisschen angeschliffen haben mit 2000er, aber ich schätze, also ich bin ganz zufrieden mit dem Ergebnis, ne? Wie gesagt, die Dosen, die waren ein bisschen, wie soll ich sagen, suboptimal. Ne, aber egal, wie dick wir den Lack jetzt drauf machen, wir müssen trotzdem das Checker hier noch ein bisschen behalten. Deswegen müssen wir auf jeden Fall nochmal nacharbeiten damit. Ne? Das hat auf jeden Fall das. Aber ich glaube, das Endergebnis wird sich sehen lassen. Ich glaube, der Wagen wird besser werden wie der andere vom Lack her. Der andere ist ja auch schon ganz gut geworden. Die haben den Grünen da hinten. Aber ich glaube, der wird besser werden, weil der nicht so checkig ist. Naja, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Und wie gesagt, wir haben solche Stellen wie das hier. Guck mal, das geht gar nicht. Da müssen wir beigehen. Ne? Das hier, das können wir nicht lassen. Da müssen wir mal abschleifen. Munter.